Eva Arbasch und einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer weiteren Sendung von Jeddah Focus hier auf Jeddah TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute möchten wir euch während eures Abends begleiten mit einer informativen Sendung. Klar, vor allem werden wir uns heute noch intensiver mit der Thematik um Rojava, Nordostsyrien und auch Rojalat auseinandersetzen. Die Ereignisse überschlagen sich ununterbrochen, nicht nur jeden Tag, sogar fast schon stündlich erreichen uns immer wieder Meldungen aus beiden Regionen Kurdistans, die immer wieder dramatische, sehr barbarische Bilder mit sich bringen. Und in diesem Zusammenhang möchten wir uns natürlich heute voll und ganz den beiden Regionen in Kurdistan widmen und vor allem auch mit der Tatsache der weiteren Bedrohung auf der einen Seite durch den türkischen Staat und auf der anderen Seite durch das iranische Regime. In diesem Zusammenhang haben wir eingeladen zwei Personen, zwei, die sich sehr intensiv damit auseinanderkennen. Auf der einen Seite begrüße ich ganz herzlich den Journalisten aus Syrien und Leiter der Target-Medienplattform Kusay Shero. Und auf der anderen Seite Shohan Weissi, politischer Aktivist, Rojalat und Iran-Kenner. Und ja, wir werden uns heute zu dritt mit dieser Thematik oder beziehungsweise mit den beiden Regionen auseinandersetzen. Ich freue mich, dass ihr beide zugeschaltet habt und uns heute auch mit eurem Wissen bereichern werdet. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ihr beide setzt euch schon sehr intensiv mit der Thematik auseinander. Ihr seid auch gerade du, Kusay Shero, als Journalist und auch als Leiter der Target-Medienplattform. Ihr seid sehr intensiv beim Thema Rojava mit dabei und auch Thema Nord- und Ostsyrien und habt jetzt in der letzten Zeit vor allem die Menschen, die Medienwelt informiert, seit dem letzten Angriff vom 19. November. Und habt auch vor Ort Korrespondenten in Rojava in Nordostsyrien und habt dort sozusagen aus erster Hand erfahren können, was dort geschehen ist. Aber ich möchte nun dir die Möglichkeit geben, uns kurz zu skizzieren, eine kurze Berichterstattung. Was ist passiert? Womit müssen wir rechnen? Und vor allem, wie ist die Haltung der internationalen Staatengemeinschaft in diesem Zusammenhang? Schönen guten Abend nochmal an dich und die Zuschauer auch. Also tatsächlich verfolgen wir auch die Informationen tagtäglich, was in Rojava passiert, was in Nord- und Ostsyrien passiert. Und die Angriffe dauern seit Jahren an eigentlich und nicht seit dem 19. November. Seit dem 19. November ist es intensiver geworden sozusagen. Die Angriffe sind gezielt auf Zivilisten, auf die Infrastruktur auch. Die Infrastruktur wurde gezielt bombardiert mit Raketen, Luftangriffe. Viele Menschen sind ums Leben gekommen in diesen Angriffen. Ich glaube, die letzte Anzahl, das sind über 20 Zivilisten ums Leben gekommen und auch viele Kämpfer der SDF, syrische demokratische Kräfte, und dazu auch über 20 Kämpfer von dem syrischen Regime auch sind getötet worden in diesen Angriffen. Und die Angriffe eigentlich dauern bis heute an. Die Türkei hat damit nicht aufgehört. Und was explizit gezielt angegriffen wurde, sind Ölanlagen, Ölquellen, viele Schulen auch, Krankenhäuser. Ein Krankenhaus wurde gezielt in Kobani zum Beispiel angegriffen. Und auch Getreidesilos. Was die zweite Frage angeht, was die internationale Gemeinschaft dazu macht eigentlich, ist immer noch nicht klar. Die USA hat sich dagegen geäußert. Wir haben auch in der Target-Medien-Plattform eine Anfrage an das Außenministerium der USA auch geschickt. Und sie haben beantwortet, dass sie keine Genehmigung für diesen Angriff erteilt haben. Aber daran glauben viele Menschen nicht, denn die USA und Russland kontrollieren den Luftraum in Syrien und sie können bestimmen, wer reinkommt und wer rausgeht. Bis heute, also die amerikanische Stellungnahme ist noch nicht klar. Sie sagen, wir sind dagegen, aber sie tun nicht zu viel auf dem Boden. Russland hat sich bis heute nicht geäußert. Wir verfolgen jeden Tag, aber
es gibt keine einzige Stellungnahme seitens Russland. Ja, jetzt nochmal die Nachfrage. Also bewusst wurden, ich möchte das da gerne nochmal hier auch für die Zuschauer, bewusst wurden gezielt, also sprich infrastrukturelle Regionen bombardiert, also sprich Getreidesilos und auch Krankenhäuser und wie wir aus den Medien mitbekommen haben, ein Corona-Covid-Krankenhaus wurde dort gezielt bombardiert. Richtig, ja, ein Krankenhaus in Kobane, Covid-19-Krankenhaus, wurde aufgebaut in der Pandemiezeit, um die Menschen dort zu behandeln. Und nicht nur Krankenhäuser und Schulen und Getreidesilos, auch Ölquellen, Ölanlage in Nordostsyrien und auch ein Kraftwerk in der Stadt Kamschlo, ein Kraftwerk, das dazu ständig ist, die Menschen dort mit Strom zu beliefern. Also das wurde auch gezielt und bewusst angegriffen und zerstört in der Stadt. Und so wie ich erhalten habe von unserem Reporter vor Ort, es waren über 100 Angriffe pro Tag, also manchmal 200 Angriffe auch pro Tag in der gesamten Region. Jetzt nochmal kurz, bevor wir gleich nochmal zur Schoan kommen, möchte ich dir nochmal die Frage stellen. Du hast gerade nochmal erwähnt, eure Anfrage an das Außenministerium der Vereinigten Staaten. Es gab auch vorher schon die Information, dass sie sich klar also dagegen äußern, gegen diesen Angriff, weil es vor allem auch der Kampf gegen den sogenannten Terrorismus, den Kampf gegen den Islamischen Staat etc. alles gefährdet. Und sie sind strikt dagegen. Nach den ersten Tagen war klar, also es gab grünes Licht aus Russland offensichtlich für diesen Angriff. Deswegen ist es auch ein bisschen unglaubwürdig, auf der einen Seite grünes Licht durch Russland. Und ein paar Tage vorher gab es einen Aufruf des Außenministeriums der USA, wo die US-Bürger gewarnt wurden aus Nordsyrien und aus Nordirak, also sprich aus Rojava und aus Bashur, die gewarnt wurden und ihnen sogar geraten wurde, dass sie das Land verlassen sollen. Das heißt, es kommt ein bisschen unglaubwürdig rüber, wenn gesagt wurde, sie wissen nichts darüber, beziehungsweise es ist ohne deren Wissen durchgeführt worden. Und nochmal als weiteres, wir haben jetzt gehört, USA ist also nach ihren Aussagen, also der Aussage des Außenministeriums dagegen und auch die Außenministerin Annalena Baerbock hatte sich negativ dazu ausgesprochen, also sprich gegen die Bodenoffensive. Und gerade vor ein paar Minuten habe ich gelesen, dass Erdogan in seinem Sicherheitsrat vor einigen Minuten sich klar und deutlich ausgesprochen hat, diese Bodenoffensive wird auf jeden Fall durchgeführt. Also die Gefahr ist größer denn je. Die USA hat dazu aufgerufen, auch und das wurde auch auf der Webseite von der Botschaft in Bagdad, glaube ich, dann veröffentlicht, dass die Menschen, dass die US-Bürger die Region verlassen müssen in kürzer Zeit. Aber also in der Anfrage hat das Außenministerium beantwortet, hat gesagt, dass sie keine Genehmigung erteilt haben und dass sie gegen jegliche Eskalation ist, was auch meiner Meinung nach nicht glaubwürdig ist. Und viele Menschen auch denken so, weil die USA hätte das verhindern können, aber sie haben dagegen nichts getan. Also sie haben wahrscheinlich vielleicht auch nicht keine Genehmigung gegeben, kein grünes Licht, aber sie haben das auch nicht abgelehnt sozusagen, nicht verhindert. Also beides haben sie nicht getan, sie sind passiv geblieben. Das ist auf der einen Seite. Die USA hat erst zu spät sich gegen diesen Angriff geäußert, also erst nach 2 oder 3 Tagen, also nicht am ersten Tag. Sie haben gewartet. Die SDF hat inzwischen auch eine Stellungnahme veröffentlicht und sie haben den Kampf gegen den ISIS eingestellt. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die USA sich geäußert hat, ganz klar gegen die Eskalation der Türkei. Genau, ja, vielen Dank. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema IS, aber wir möchten gerne jetzt auch Schoan hören. Also in Kurdistan auf der einen Seite Rojava, auf der einen Seite Roshelat, Bakur, auch Bashur, also der politische Feldzug in Bakur gegen die HDP zum Beispiel, die Angriffe des türkischen Staates gegenüber Rojava, Nordostsyrien
Und dann, was leider in den letzten Jahren immer wieder auch vernachlässigt wurde, natürlich traurigerweise die Kurdinnen und Kurden in Rojhelat im Westen Irans, aber sind jetzt in wichtiger denn je. Und bevor ich mir die erste Frage stelle, also man hört hier leider oft, dass wenn überhaupt der Iran beim Namen genannt wird, aber letztendlich geht es vor allem darum, ja klar, durch den Mord oder den Foltermord an Jina Amini in Teheran kam es zu diesen Aufständen und zu diesem Widerstand. Aber keine Region wird so massiv angegriffen, so massiv ausgebeutet und so massiv werden dort Aufstände und Widerstände geleistet wie in Rojhelat. Jedoch wird dies in der Öffentlichkeit leider immer kleingeredet bzw. kaum auch erwähnt. Shohan, du selbst bist aus Rojhelat, du bist aus Sinj und hast selber die Erfahrung machen müssen, dass du dein Land verlassen musstest wegen der Verfolgung als Kurde und als politisch aktiver Kurde. Kannst du uns kurz einfach mitnehmen und sagen, wie der Zustand aktuell ist und wie auch deine Einschätzung ist, gerade in Rojhelat, West-Iran? Ja, ich meine die Situation, das was wir in Rojhelat beobachten seit die Revolution, wie du richtigerweise gesagt hast, ist dort gestartet. Das heißt, sind erstmal die Menschen auf der Beerdigung von Jina auf die Straße, auf der Beerdigung haben demonstriert und das hat ja auch dazu geführt, danach hat meine Heimatstadt Sinj sich angeschlossen und dann weitere kurdische Städte und dann erstmal im gesamten Kurdistan entstand eine Revolution und dann diese Revolution auch andere Teile des Landes im Iran angeschlossen. Das heißt, die Revolution ist dort gestartet, die Menschen haben dort angefangen zu protestieren und der Punkt ist dann, seit der Revolution kämpfen dort auch jeden Tag, das ist der Unterschied im Kurdistan, im Vergleich zu anderen Teilen. Und darüber hinaus, die Kurden seit dieser Revolution sind ja Motor dieser Revolution, die sind aber auch eine Hoffnungsträger und die sind ja aber auch für andere Teile des Landes so, sind irgendwie wie eine Mutmacher. Das heißt, die haben eine besondere Rolle und was die Diskriminierung, was aber auch Unterdrückung der Kurden angeht, diese Diskriminierung hat jetzt nicht seit 70 Tagen angefangen. Seit der israelische Regime, seit dieses Regime an der Macht ist, werden die Kurden dort unter Druck. Zur Wahrheit gehört, dass die auch vor dem Regime zur Schachzeit auch unter Druck wurden. Gleichzeitig was auch vielen leider in Deutschland nicht bekannt ist, dass die Menschen gerade in Kurdistan rebelliert haben, auf die Straße gekommen sind, dass sie gekämpft haben. Das ist ja auch jetzt nicht Ergebnis der letzten, sag ich mal, 3 Monaten. Seit 43 Jahren ist das Regime an der Macht und seit 43 Jahren leisten die Menschen Widerstand. Das muss man ja auch hier nochmal betonen, diese Relation der Kurden zur gesamten iranischen Bevölkerung. Die Kurden sind im Iran. Wir haben 3,5 kurdische Provinzen und insgesamt machen die Kurden nach unterschiedlichen offiziellen, aber auch inoffiziellen Statistiken, machen die Kurden 8-10% der iranischen Bevölkerung aus. Aber seit 43 Jahren sind mehr als 50% der politisch gefangenen Kurden, aber auch gleichzeitig mehr als 50%, mehr als Hälfte der politisch hingerichteten im Iran sind gleichzeitig auch Kurden. Da sieht man einfach, was für starke Rolle die Kurden haben. Darüber hinaus, vor 43 Jahren, als das Regime an die Macht kam, gab es im Iran ein Referendum. Islamische Republik, ja oder nein, so wie Brexit. Die Mehrheit des Landes im Iran hat sich leider mit Ja dem Referendum zugestimmt. Nur in Kurdistan wurde das Referendum auf Initiative der Linken, vor allem Komala Partei, aber auch weitere aktive Parteiorganisationen, wurde das Referendum wurde boykottiert und daraufhin ist das Regime ist nach
Kurdistan einmarschiert, hat richtig ganze Gebiete militarisiert, hat Tausende umgebracht, hingerichtet hat. Und seit 43 Jahren, es hat erstmal 2 bis 3 Jahre ungefähr gedauert, bis das Regime überhaupt Herr der Gebiete werden konnte, dass sie überhaupt wieder die komplette Gebiete kontrolliert hat. Und danach begann richtige Unterdrückung, sag ich mal, erstmal Menschen wurden getötet, hingerichtet und seitdem sind die Gebiete militarisiert. Aber das hat ja dazu geführt, dass die Kurden auch weiterhin Widerstand geleistet haben. Das Regime hat geschafft, dem Regime ist gelungen, den kurdischen Widerstand militärisch zu besiegen. Die Kurden mussten ja sich in Basho, im irakischen Kurdistan, sich niederlassen. Aber der Widerstand, der Kampfgeist und weitere einfach, dass die Menschen daran geglaubt haben, dass das Regime gehen muss, in einer Zeit, in der alle andere begeistert waren von diesem iranischen Regime, haben weiterhin gekämpft und dieser Widerstand dauert seit 43 Jahren und das ist genau dieser Widerstand, der auch am Ende zu einer Revolution geführt hat, das ist dieser Widerstand, der am Ende dazu geführt hat, dass auf wegen Jinnahmo, dass die Menschen auf die Straße gekommen sind, dass wir diese Revolution sehen. Diese Revolution, die im iranischen Kurdistan begann, in Rojava begann, ist Ergebnis tausender Menschen, die jahrelang, seit 43 Jahren kämpfen. Das ist das Ergebnis tausender Menschen, die im iranischen Gefängnissen ihre Leben geopfert haben, die hingerichtet wurden. Das ist das Ergebnis jahrelange Kämpfe, viele Genossinnen und Genossen, viele Aktivisten und Aktivisten, die jahrelang in dunklen Gefängnissen gekämpft haben, in dunklen Zeiten, in einer Zeit, wo die Kurden alleine waren gegen das Regime. Und das, was wir jetzt hier sehen, glücklicherweise, dass diese Revolution, die sich in anderen Teilen des Landes ausbreitet hat, das ist ja nicht von heute auf morgen zustande gekommen. Das ist ein Ergebnis mehr als 4 Jahrzehnten des Kampfes der Kurdinnen und Kurden und das muss man immer bei jeder Gelegenheit, wenn man über die Revolution redet, auch erwähnen, dass das, was gerade dort stattfindet, ist nicht von heute auf morgen stand, sondern das ist ein Ergebnis jahrelanger Kämpfe, jahrelanger Vorbereitung, jahrelanger nicht aufgeben und das, was wir glücklicherweise jetzt sehen, ist dessen Ergebnis und es, für diese Revolution sind viele Menschen gestorben, viele Menschen sind ums Leben gekommen, viele sind ermordet wurden, die leider diese Revolution jetzt nicht sehen, aber das, dass diese Revolution zustande kommt, ist diesen Menschen zu verdanken, die jahrelang gekämpft haben, die auch Vorarbeit geleistet haben. Daran muss man immer denken, dass auch diese Revolution vor 43 Jahren in Kurdistan begangen hat, dass die Kurden gesagt haben, nee, mit dem Regime wollen, können wir auch nicht anfangen. Das Regime muss weg. Das ist nicht die Alternative, für die wir gekämpft haben. In einer Zeit, in der viele, auch große Teile der iranischen Linken, sich an Seite des Regimes gestellt haben. Kurden haben alleine gekämpft. Und dass wir heute jetzt sehen, dass Großteil der iranischen Gesellschaft, aber auch iranische Parteien auch dort sind, wo die Kurden vor 43 Jahren sind, ist erfreulich, ist schon zu sehen. Aber das muss man immer sagen, auch dass auch welche Fehler auch damals begangen wurden, die nicht mehr wiederholen dürfen. Ein wichtiger Aspekt, der hier nochmal erwähnt werden muss. Am Anfang, als die Aufstände begonnen haben mit dem Tod von Jina Amini, haben auch viele mich darauf angesprochen, haben gesagt, ja, was hat das für eine Wichtigkeit? Sie war eine Frau. Was hat das für eine Wichtigkeit, dass sie Kurdin ist? Und wenn man den Menschen oder die Person, die das so erwähnen, darauf hinweist, dass es schon wichtig ist zu erwähnen, dass sie Kurdin ist. Also sprich, die Ausbeutung, die Verleugnung, die politische, gesellschaftliche Vernichtung der Kurdinnen und Kurden hat eine wichtige Bedeutung. Und deswegen, also viele kennen Jina unter Mahsa Amini, was ja auch nochmal ein wichtiger Punkt ist. Man nimmt diesen Menschen ihre kulturellen, ihren Namen, ihre Sprache, man nimmt ihnen alles. Und dann fragt man sich ja, warum erwähnen diese Menschen das überhaupt? Und jetzt sieht man über 70 Tagen dieser Widerstand, dass er sich vor allem auch in Rojalat, in West-Iran, konzentriert und dass die Menschen dort massiv angegriffen werden, aber trotz alledem ununterbrochen Widerstand leisten, weil sie genau wissen, sie haben nur etwas zu gewinnen und haben nichts mehr zu verlieren. Und deswegen ist nochmal der wichtige Aspekt, der hier genannt werden muss,
Es geht massiv gegen die Kurdinnen und Kurden. Und in diesem Zusammenhang ist die Frage vielleicht auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, sind die Kurden aktuell alleine dort oder gibt es dort Unterstützung von anderen, sag ich mal, Gruppierungen, Gesellschaften, Bevölkerung? Wir wissen, der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Es gibt nicht die Iranerinnen und den Iraner als Volk, sondern es ist ein Vielvölkerstaat. Und die Kurden sind ein Teil davon, du hast es ja selber gesagt, 8-10% der Bevölkerung. Gibt es da aktuell andere Glaubensgemeinschaften, Religionsgemeinschaften oder Bevölkerungsgruppen, die sich solidarisch zeigen und sich auch an der Seite des kurdischen Volkes zeigen? Oder ist das irgendwie nicht mehr so der Fall? Nee, es ist glücklicherweise, das ist ja diese Faszinierende an dieser Revolution, die hat ja erstmal in Kurdistan ist ja angefangen, dann hat sich weit ausbreitet. Und jetzt sehen wir, das ist ja das, warum wir auch überhaupt von der Revolution sprechen, aber auch warum der Unterschied zu anderen Protesten 2009, aber auch 2019 ist. Wir sehen erstmal in der Geschichte der letzten 43 Jahre der Islamischen Republik zum ersten Mal, dass so viele Menschen generationsübergreifend, ethnienübergreifend, geschlechterübergreifend, religionsübergreifend, dass alle Menschen schichtübergreifend zusammen auf die Straße kommen und gleichzeitig alle eine kurdische Parole rufen, Jemjian Azadi, San Zendi Azadi. Und das ist ja diese Faszinierende an dieser Revolution, dass das, was überhaupt erstmal in einer kleinen Stadt angefangen hat, begonnen hat, hat sich so weit breitet. Und das muss man immer an diese Dimension denken. In den letzten Tagen wurden auch demonstriert. Wir haben im Iran in allen 31 Provinzen haben Demonstrationen, Proteste stattgefunden. Und gleichzeitig wurde in den Sahidan, das ist die Hauptstadt der Provinz Sistan und Balochistan, und gleichzeitig in Ardabil, das ist die Hauptstadt von aserbaidschanischer Provinz Ardabil, gleichzeitig wurden in diesen beiden Städten Proteste organisiert, gab es ja Aktionen und so. Diese beiden Städte, von der Entfernung her, zwischen den beiden ist ja viel, viel weiter als zwischen Istanbul und München. Das ist ja diese Dimension, was wir gerade hier sehen. In allen 31 Provinzen und gleichzeitig das, was das Regime überhaupt früher geschafft hat, Kurden nicht gegen Nicht-Kurden auszuspielen, Religiöse gegen Nicht-Religiöse, die ganze iranische Bevölkerung davor Angst zu machen, dass die Kurden sich unabhängig machen wollen, dass die Kurden Separatisten sind. Diese Propaganda funktioniert nicht mehr. Und das ist, warum das Regime gerade so auch nach Kurdistan einmarschiert ist, weil dieses Mal ist auch für das Regime schwieriger geworden, die Kurden so zu töten. Weil wir sehen ja auch in ganzen Teilen, in Sahedan, die sind ja gerade, die werden auch selber massakriert, die kommen auf die Straße und die sagen, die Kurden sind nicht alleine, wir unterstützen die. In Teheran, Hauptstadt, kommen die Leute auf die Straße, sagen Solidarität mit Kurdistan. Die rufen, Mahabad ist Vorbild für ganz Iran. Die rufen einfach, Kurdistan ist nicht alleine. Wir sind alle Kurden. Heute sind wir Kurden. Gleichzeitig sehen wir auch in Aserbaidschan Städte, die sagen, Kurden sind nicht alleine, wir sind ihre Brüder. Und das ist unglaublich schon zu sehen, dass was das Regime seit 43 Jahren versucht, die Bevölkerung zu gespalten, ist diesmal nämlich gelungen. Und das, was gerade in Kurdistan angefangen hat, hat ja ganze Iran, hat sich im ganzen Land ausbreitet. Aber natürlich, die Intensität in Kurdistan ist ja anders und der Angriff gegen Kurden ist viel, viel härter, ist frontaler. Und das hat auch mit der Situation der Kurden zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass sie auch seit 43 Jahren unter Druck werden, aber auch für das Regime ist ja gerade in diesen Zeiten eine strategische Frage. Die wissen, dass die Kurden die Gruppe ist, die sich organisieren kann, die besonders auch kämpfen, dass die auch nicht aufgeben, die wissen, wie man auch in der Illegalität auch sich organisiert und kämpft. Das ist ja auch gerade für das Regime eine strategische Frage. Wenn ihm gelingen kann, den Widerstand in Kurdistan niederzuschlagen, wenn es ihm gelingen kann, die Revolution dort zu stoppen, dann wird ihm auch gelingen, in andere Teile des Landes die Bevölkerung wieder zurückzudrängen. Deswegen, das ist ja auch dieser wichtige Aspekt und das zeigt auch die Rolle der Kurden und das zeigt auch, warum viele, die bei der Revolution gerade dafür werben, dass man genau in dieser Zeit, wo Kurdistan angegriffen wird,
müssen wir aufstehen, müssen wir mit Kurzhandeln solidarisch sein, gerade auch müssen wir auf die Straße gehen, weil wenn die Kurden da niedergeschlagen werden, dann sind wir morgen dran. Und deswegen, das ist ja auch dieser Aspekt, warum auch jetzt unglaublich viel Solidarität innerhalb nicht Kurdinnen und nicht Kurden gibt, aber auch im Ausland, aber auch innerhalb der iranischen Bevölkerung. Und das ist ja das, was diese Revolution ausmacht. Seit 43 Jahren, es gab ja viele Versuche, dass man versucht, Parteien auch unterschiedlichen Interessengruppen zusammenbringen kann. Es ist der iranischen Opposition und kurdischen Opposition nicht gelungen, aber diese Revolution hat geschafft, verschiedene Parteien innerhalb der Kurden, aber auch verschiedene Parteien und Oppositionelle auf iranischer Ebene zusammenzubringen, weil die erkannt haben, die haben einen gemeinsamen Feind und das ist das Regime. Solange das Regime an der Macht ist, werden wir nicht einen Iran haben für alle Menschen dort. Deswegen, das ist die erste Hürde, deswegen kämpfen auch gerade alle zusammen. Vielen Dank. Du hast es gerade erwähnt, die Rolle der Kurden. Nun möchten wir nochmal zu Kusai gehen. Die Rolle der Kurden Rojava in Nordostsyrien, vor allem im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Die Kurden kämpfen an vorderster Front gegen den Islamischen Staat, schaffen es, den Islamischen Staat militärisch zu besiegen. Und dann kommt der türkische Staat und greift die Region immer wieder an. Und wir haben es in den letzten Tagen immer wieder auch beobachten können und es wurde wieder bestätigt. Bewusst greift der türkische Staat auch Regionen an, wo zum Beispiel Gefängnisse des Islamischen Staates, also Anhänger des Islamischen Staates im Gefängnis sitzen oder in Camps, zum Beispiel das Camp Hol. Und daraufhin wird auch klar, dass sich die Anhänger des Islamischen Staates, die Sympathisanten, auch immer gleich vorbereiten, um auf die Flucht zu gehen. Sprich, der Zusammenhang der Angriffe des türkischen Staates und die Absichten des Islamischen Staates, die in Gefängnissen sitzen zum Beispiel. Wir haben das vor einigen Monaten gehabt in dem Gefängnis von Haseke und dann jetzt auch nochmal im Camp Hol. Kannst du uns gerade aus Sicht der Menschen in Nord- und Ostsyrien und auch aus Rojava, kannst du uns mitteilen, was für eine Gefahr besteht mit diesen Angriffen? Und vor allem der Islamische Staat, gerade hier, wir sind heute hier bei Cira TV, bei Cira Focus, der jesidische Sender. Also keine Glaubensgruppe kann so intensiv und so ausführlich davon berichten, was der Islamische Staat für eine Gefahr ist, wie die jesidische Glaubensgemeinschaft. Aber natürlich auch das kurdische Volk. Welche Gefahren kommen auf uns zu mit diesen Angriffen des NATO-Mitglieds Türkei? Also es besteht natürlich eine große Gefahr. Ich war auch persönlich bis Ende 2015 auch in Rojava, in Nordostsyrien, vor Ort. Und ich war, wie groß die Gefahr ist. Also es gibt über 56.000 Familienmitglieder, ISIS-Familienmitglieder in dem Al-Hol-Camp zum Beispiel. Es gibt auch mehrere Gefängnisse in der Nähe von Stadt Qamishli auch und in anderen Städten, wo viele gefährliche ISIS-Kämpfer dort im Gefängnis sitzen. Und das ist nicht das erste Mal, wie du vorher erwähnt hast, dass die Türkei diese Gefängnisse, diese Camps ins Visier nimmt und bombardiert, und um die Flucht dieser Kämpfer zu vereinfachen oder zu ermöglichen sozusagen. Natürlich, die Gefahr besteht nicht nur für die Region, es besteht für die ganze Welt, denn der IS kämpft nicht nur gegen Kurden, er kämpft gegen die ganze Menschheit. Wir haben auch in 2015 und 2016 und auch danach gesehen, wie der Islamische Staat mehrere europäische Hauptstädte auch als Ziel genommen hat und Anschläge dort verübt hat, in Brüssel, in Berlin, in Paris. Und diese Gefahr besteht auch für die Europäische Union immer noch. Deshalb brauchen die Menschen dort Unterstützung. Diese Angriffe müssen gestoppt werden, damit der Kampf gegen den ISIS auch wieder stattfindet, weil es findet momentan keinen Kampf mehr. Also es wird nur verteidigt. Es werden keine Angriffe auf die Stellungen des ISIS in der Sahara von Deir ez-Zor oder von Al-Hasake dort genommen. Hörst du mich noch? Wir hören dich noch, ja. Ja. Der ISIS, also wie gesagt, wir haben Zehntausende
Kämpfer und Familienmitglieder. Es gibt viele Kinder immer noch dort. Sie wachsen jeden Tag und man weiß nicht, wie damit umgegangen wird in den nächsten Jahren. Die europäischen Länder nehmen nur vereinzelte Personen zurück, wie Deutschland zum Beispiel oder Schweden oder die USA haben das auch getan. Aber das ist nicht genug, es muss mehr getan werden. In Bezug nochmal zurück zu der Gefahr der ISIS-Kämpfer. Also die Türkei tut das nicht zum ersten Mal, wie ich schon erwähnt habe. Die Türkei hat diese Kämpfer eigentlich reingelassen vor 10 Jahren oder vor 9 Jahren. Es gibt viele Berichte, viele Beweise, die das nachweisen. Es gab auch Journalisten in der Türkei, die das veröffentlicht haben und deswegen auch ins Gefängnis mussten und einige andere, die das Land verlassen haben und sind jetzt momentan in Deutschland wie Can Dündar, der einen Bericht veröffentlicht hat mit Fotos und Videos und gezeigt hat, wie die türkische Geheimdienste Waffen nach Syrien geliefert haben, Kämpfer nach Syrien geschickt haben. Und dieser Journalist ist jetzt auf der Flucht in Deutschland und wird auch von der Türkei immer noch verfolgt, bis heute. Da vollkommen recht. Es gibt viele Menschen. Es gab auch einige Delegationsgruppen aus Deutschland, unter anderem Politikerinnen und Politiker, Aktivisten, die dann auch in Rojava, in Nordostsyrien waren, die Gespräche geführt haben, unter anderem mit der Selbstverwaltung und auch mit militärischen Vertreterinnen und Vertretern. Und denen wurden die Pässe gezeigt. Und alle Kämpferinnen und Kämpfer sind hauptsächlich über die Türkei, über Istanbul und auch andere Städte sind sie nach Rojava gekommen. Das heißt, die hatten gar keine andere Möglichkeit. Und auch andersrum, alle IS-Kämpfer, die hier in Europa dann Selbstmordanschläge durchgeführt haben oder Angriffe, auch die sind über die Türkei nach Europa gekommen. Und der Bundestag hat ja auch vor einigen Jahren ja nicht unbewusst klar und deutlich gesagt, dass die Türkei Drehscheibe des Islamismus und des Dschihadismus ist. Das ist ein wichtiger Punkt, der natürlich erwähnt werden muss. Und du hast es ja auch gesagt, der Islamische Staat ist nicht nur eine Gefahr für die Menschen vor Ort, also sprich nicht nur für die Jesidinnen und Jesiden, Kurden und Kurden, sondern für die gesamte Menschheit, die halt nicht in deren menschenverachtendes Weltbild passen. Wie ist das miteinander vereinbar? Die große Gefahr IS, Islamischer Staat, die gefährlichste Region Camp Hol, und die Angriffe des NATO-Mitglieds Türkei und das Schweigen oder beziehungsweise die Zustimmung der internationalen Staatengemeinschaft. Sprich, was wir vorhin auch schon besprochen haben, grünes Licht aus Russland, USA, Europa, NATO. Sind da die wirtschaftlichen, die politischen Interessen aufwiegend größer und wichtiger als die Menschheit oder beziehungsweise die Sicherheit der Menschheit? Es gibt natürlich viele Gründe. Also es gibt zwei Hauptmächte in Syrien. Wir haben Russland und die USA natürlich. Europa kann man nicht so ganz genau als ein Aktor im syrischen Krieg nehmen, weil wir haben 3 Länder, die einen Einfluss in Syrien haben. Deutschland, Frankreich und Schweden. Schweden vor kurzem hat ihre Haltung sozusagen gegenüber Nordostsyrien geändert nach dem Krieg in der Ukraine und dem Antrag bei NATO. Sie versuchen jetzt die Genehmigung der Türkei, das grüne Licht der Türkei zu nehmen und als Gegensatz geben sie keine Unterstützung mehr für die Kurden und die Region in Nordostsyrien. Deutschland und Frankreich warten immer auf die Position der USA. Ehrlich gesagt, also das ist meine persönliche Bewertung in Syrien. Wenn die USA eine Position nimmt, dann äußern sie sich auch. Und das haben wir auch vor ein paar Tagen erlebt. Deutschland hat sich dazu nicht geäußert, was in Norden und Ostsyrien passiert, nachdem die Region angegriffen wurde. Erst nach der Position der USA hat sich Deutschland auch dazu geäußert. Was ISIS angeht, also die Frage nochmal, ich habe die Frage jetzt vergessen, nochmal auf die Frage einzugehen. Wie das vereinbar ist. Ganz genau. Wie das vereinbar ist, halt die große Gefahr für die Menschheit, der Islamische Staat, die Angriffe auf das Camp Hol und auf der anderen Seite, dass da wirklich immer wieder, genau. Also wie die Türkei das macht, natürlich muss man auf die Geschichte zurückgehen. Warum die Türkei das tut. Die Türkei tut das, um das ultimative Ziel zu erreichen.
Und sprich gesagt, also diese Verwaltung, die Existenz der Kurden in Syrien zu vernichten. Also die Vorgehensweise der Regime, der Regierungen in den vier Ländern, in der Türkei, im Irak, im Iran auch und in Syrien ist ähnlich. Sie versuchen immer, diese Existenz zu zerstören. Sie wollen keine politische Anerkennung für die Kurden. Wir haben auch in den letzten Jahren mehrfach gehört von dem türkischen Präsident und auch von anderen Offizieren in der türkischen Regierung. Wir wollen den gleichen Fehler nicht mehr machen, wie wir im Irak gemacht haben. Wir wollen keine Anerkennung für die Kurden in Syrien sehen oder im Iran. Sie werden das Gleiche tun auch. Sie versuchen jetzt Militäroperationen mit dem Iran zusammenzumachen gegen die Kurden, die im Irak sind oder in Südkurdistan. Also die Türkei macht das, um diese Region zu zerstören, um diese Verwaltung zu zerstören. Und sie werden noch mehr tun eigentlich. Also ISIS, die meisten Kämpfer, wie ich schon erwähnt habe, sind über die Türkei nach Syrien gekommen. Sie haben Connections mit den türkischen Geheimdiensten. Sie wurden finanziert. Sie haben Waffen von der Türkei bekommen. Und sie haben ein Ziel, diese Verwaltung zum Ende zu bringen. Ja, offensichtlicher denn je, denn die Angriffe werden immer intensiver, sie werden immer aggressiver, der Einsatz von Chemiewaffen gegen die Kurdinnen und Kurden. Und du hast es vollkommen richtig skizziert, überall da, wo es ein Aufleben gibt, wo Kurden sich politisch engagieren, um einen gewissen politischen Status zu bekommen. Und das nicht nur, also es geht gar nicht um einen neuen Staat Kurdistan, sondern um gewisse Autonomie innerhalb der heutigen Staatsgrenzen. Fühlt sich der türkische Staat angegriffen in ihrem Chauvinismus und fühlen sich dann auch sozusagen verantwortlich, dieses Aufleben im Keim zu ersticken. Jedoch ist das nicht so einfach, wie Ihnen das immer gerne passt. Also Kobani zum Beispiel, der Kampf um Kobani, da haben Sie fest damit gerechnet, dass Kobani natürlich fallen wird und haben das auch schon so in Ihren Medien überall dargestellt, der große Fall von Kobani. Und Kobani wurde mit einfachsten Waffen besiegt gegen den Islamischen Staat. Und jetzt wollen Sie Kobani, also sprich das Symbol des Widerstands gegen Islamismus, Dschihadismus, wollen Sie sozusagen wieder angreifen und zerstören. Also der türkische Staat hat eigentlich seit der Gründung vor 100 Jahren Nazi-ähnliche faschistische Züge überall, nicht nur gegen die Kurden, gegen alle andere andersdenkende, andere Nationen. Wir haben auch bei der Armenier auch gesehen, sie wurden ins Visier genommen. Und dann die Kurden seit 100 Jahren, auch schon vor der PKK eigentlich, wurden die Kurden ermordet und es gab Vernichtungspolitik gegen die Kurden. Es ist nichts Neues. Und wie du schon erwähnt hast, also der türkische Präsident hat in den ersten Jahren des syrischen Krieges immer und immer wiederholt, dass er nie mit dem Mörder, sprich Bashar al-Assad, sprechen würde. Und jetzt sehen wir Verhandlungen, sehen wir Gespräche zwischen dem syrischen Regime und der türkischen Regierung auch. Sie versuchen jetzt zusammenzuarbeiten wieder, um gegen die Kurden vorzugehen. Vollkommen richtig. Wenn es um die Kurden geht, sieht man immer wieder, dass alle über ihren Schatten springen und dort Gespräche führen. Der Iran und die Türkei, obwohl sie sich auch aus religiösen Gründen sozusagen nicht abkönnen, untereinander sich nicht einig sind, aber wenn es um Thema die Vernichtung der Kurden geht, um die Vernichtung der politischen Kurden, sind sie sich einig und führen dann auch Gespräche und führen dann auch militärische Operationen durch. Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Sendung, aber ich möchte natürlich euch beiden die Möglichkeit geben, euch nochmal zu äußern. Auch gerne du, Kusay, vielleicht zu Roshelat oder auch Shohan, du zu Rojava. Also man sieht ja, das, was wir immer in den Geschichtsbüchern gelesen haben, dass es immer wieder Revolutionen, dass es immer wieder Aufstände Serheldans gab in den kurdischen Regionen, sei es jetzt in Roshelat, in Bashur, in Rojava oder auch in Bakur. Das haben wir immer aus den Geschichtsbüchern gelesen, aus Dokumentationen gesehen etc. Aber heute sehen wir mehr denn je, dass die Kurdinnen und Kurden in allen Himmelsrichtungen Kurdistans mit den verschiedenen Glaubens- und Religionsgemeinschaften, mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppen für ihre Anerkennung kämpfen, für ihre Kultur, für ihre Sprache und nicht nur
für sich, sondern für alle anderen Menschen in dieser Region. Man sieht es in der Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien zum Beispiel. Schoan hat es gerade skizziert. In Roshelat, in Iran, sind verschiedenste Menschen aus den verschiedensten Regionen solidarisch miteinander, Schulter an Schulter. In Bakul sehen wir die HDP, die Demokratische Partei der Völker, wo verschiedenste Menschen, und du hast es auch gerade gesagt, Kusay, Armenierinnen und Armenier sind mit aktiv in der HDP. Jesidinnen und Jesiden, Aleviten, Türken, Araber, all diese Menschen sehen, dass diese Regime ihnen keine Zukunft bringt, dass sie nur spalten und vor allem für Unmenschlichkeit sorgen. Die Kurdinnen und Kurden erwarten von der Weltöffentlichkeit, von der internationalen Staatengemeinschaft, erwarten sie Solidarität und mehr als Solidarität klare Haltung. Wie zum Beispiel eine klare Haltung der USA, eine klare Haltung Russlands, eine klare Haltung der Europäischen Union, der NATO und auch Länder, wie gesagt wurde, Deutschland, Frankreich, Schweden, klare Haltung, weil die Kurdinnen und Kurden auch an vorderster Front dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt, dass dschihadistische, islamistische Gruppen dort ihren Faschismus ausleben können. Nun möchte ich euch natürlich die Möglichkeit geben, auch sich nochmal im gesamten Kontext zu äußern. Wir können gerne bei Schoan anfangen und würden dann bei Kusay weitermachen. Ja, wie wir gesagt haben oder wie wir gerade gesprochen haben, wir sehen auch, dass die Kurden in allen vier Teilen des Landes, in vier Teilen Kurdistan, werden angegriffen, aber das, was der Unterschied zwischen den kurdischen Kräften ist, genau das, wir haben auch im iranischen Kurdistan, aber auch in Baschul haben wir auch gesehen, da wo die Kurden regieren, halten auch Respekt auch zu anderen Bevölkerungen im irakischen Kurdistan, auch geht auch andere Bevölkerungen sehr gut. Wir sehen auch in Rojava ist ein bestes Beispiel für ein friedliches Zusammenleben verschiedener Völker, verschiedener Nationen, verschiedener Sprachen, verschiedener dies. Und das ist der Unterschied, was die kurdischen Kräften ausmachen, nämlich, dass sie auch an eine Koexistenz glauben. Und ich glaube auch, dass wenn man auch natürlich die Situation ist zwischendurch mal schwierig, aber das ist, dass am Ende die Kurden gewinnen werden, sowohl in Rojava, aber auch in Rojava, dass auch, es mag sein, wir haben nicht die Waffen, die andere Großstaaten und Armee und andere Gruppen besitzen, aber das, was uns ausmacht, dass dieser Kampf, hat auch nicht gerade begonnen, über mehr als 100 Jahre kämpfen für ihre eigenen Rechte, aber gleichzeitig die kämpfen auch für gesamte Region und damit auch für die Menschen, die auch innerhalb dieser Länder auch unterdrückt werden. Und das ist ja, glaube ich, das, dieser faszinierende an kurdischer Kampf, auch wenn wir von Jinjian Azadi sprechen, das heißt, wir kämpfen gleichzeitig für die Befreiung von Frauen, wir kämpfen auch für andere, alle anderen Menschen, dass eine respektvolles, ein diskriminierungsfreies Leben bekommen, auch für die Freiheit aller Menschen. Und das ist ja das, was dieser Kampf ausmacht. Und ich bin ja überzeugt, dass diese Revolution, sowohl in Rojava, aber auch als im Iran und in Kurdistan, wird am Ende gewinnen. Es mag sein, dass einige Zeit kosten wird, aber am Ende werden wir auch gewinnen, wie wir immer gezeigt haben. Barhodan, Lisjian, Widerstand ist Leben und so wird auch weitergehen und davon bin ich überzeugt, dass wir am Ende gewinnen werden. Und deswegen bitte ich auch alle in diesen schwierigen Zeiten, auch die Kurden, aber auch die Menschen vor Ort, die tagtäglich kämpfen, zu unterstützen und Haltung zu zeigen, auf die Straße zu gehen, solidarisch zu sein und nicht gleichgültig zu sein. Die Gleichgültigkeit in dieser Zeit, in unserer Zeit, ist das Schlechteste, was uns passieren kann. Vielen Dank dafür. Noch eine kurze Nachfrage. Also wie kann man den Menschen am meisten in Roshelat gerade aktuell helfen? Ist das vor allem die Öffentlichkeit, die sie benötigen, weil ja das Regime mit allen Mitteln versucht, die Öffentlichkeit sozusagen abzukapseln, dass die Menschen gar kein Internet haben, keinen Zugang? Öffentlichkeit ist extrem wichtig. Ist das immer noch aktuell für die Menschen gerade in Roshelat und im Iran? Aktueller denn je. Die Menschen, auch mit denen ich tagtäglich spreche, die haben nichts außer uns. Die haben nichts außer unserer Öffentlichkeit. Die haben selber keine Stimme. Wir müssen ihre Stimme sein. Und unsere Aufgabe ist, und das Beste, was wir für diese Menschen machen können, ist, für den Transfer der Informationen zu sorgen. Wir sehen das, was dort passiert, mit zu wenigen Nachrichten, zu wenig in europäische Sprachen kommen. Und das ist genau das, was wir machen können. Das ist ja auch das, was wir tun müssen, nämlich die Sprache dieser Menschen sein, Stimme dieser Menschen sein. Und das, was dort passiert, das darf nicht in
Usbekistan geraten. Das darf nicht widerspruchlos bleiben. Wir müssen drüber sprechen, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen Stimme dieser Menschen sein, die selber keine Stimme haben, weil das Regime gerade die massakriert. Und genau das ist das, was wir für die Menschen tun können, tun müssen und tun werden. Nun möchten wir noch mal Kosai hören und vor allem auch vielleicht noch ein paar Worte zu eurer Online-Medienplattform, die ja auch überall erreichbar ist, auf Twitter, auf Instagram, im Internet mit einer eigenen Internetseite. Auch dazu natürlich gerne, die ja die Menschen laufen mit Eilmeldungen, weil ihr auch eure Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort habt, die Menschen halt auf dem Laufenden hält. Ja, jetzt möchte ich dir natürlich die Möglichkeit geben, noch ein paar Worte loszuwerden. Anfang 2022 gegründet. Ich habe das mit ein paar Kolleginnen und Kollegen gemacht. Target Media Plattform veröffentlicht Nachrichten über den Nahen Osten und vor allem über Syrien natürlich in 4 Sprachen, auf Kurdisch, Arabisch und Deutsch und Englisch. Das ist neu für eine Plattform in der Region. Wir versuchen, die Informationen nicht nur für die Menschen in der Region erreichbar machen, auch für die anderen, die die Arabisch und Kurdische Sprache nicht sprechen. Wir versuchen möglichst durch unsere Reporter vor Ort zeitnah immer Informationen veröffentlichen, die in den anderen Medien nicht auftauchen oder erst zu spät nach 2-3 Tagen auftauchen. Das ist die Idee von Target Media Plattform. Und ich wollte eigentlich nochmal auf die Infrastruktur in Rojava eingehen, warum die Türkei diesen Punkt, wahrscheinlich habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen, die Türkei versucht, diese Infrastruktur anzugreifen, um die Menschen, um eine völlige Instabilität in der Region zu schaffen, damit die Menschen in der Region nicht mehr leben können, damit die fliehen ins Ausland, also diese Region, damit es leer wird in der Zukunft. Und wer ist davon betroffen? Die Europäische Union ist davon betroffen natürlich, weil diese Millionen Menschen, die dort nicht mehr leben können, wohin werden sie gehen? Sie werden nach Europa kommen natürlich und vor allem nach Deutschland. Deshalb glaube ich, dass diese Ignorationspolitik der europäischen Länder ist nicht mehr gültig. Sie müssen anders damit umgehen. Sie müssen nicht mehr wenn sie diese Probleme ignorieren und mit der Türkei nichts tun, dann wird es immer noch schlimmer werden. Es wird nicht besser werden. Das ist meine Meinung. Und das betrifft auch den Iran, nicht nur Syrien. Weil wenn sie nichts gegen die iranische Regierung tun, nicht vorgehen, dann wird das Gleiche passieren. Vielen Dank für diese Einschätzung und du hast vollkommen recht. Diese Kriegsverbrechen und diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also bewusst Infrastrukturen anzugreifen, Krankenhäuser, Lebensmittel, wichtige Anlagen und auch dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Und wir wissen alle, diese Menschen werden nicht in die andere Richtung, sondern vor allem in diese Richtung, nach Europa, nach Deutschland flüchten müssen. Nicht nur aus Rojava, nicht nur aus Nord- und Ostsyrien, sondern auch aus Rojhelat, aus West-Iran. Und diese Menschen wollen nur ihre Freiheit, sie wollen ihre Selbstbestimmung. Und dafür ist natürlich die allgemeine internationale Staatengemeinschaft auch mitverantwortlich, sei es jetzt die NATO, die Europäische Union, die Vereinigten Nationen etc. All diese Menschen sind deswegen auch ununterbrochen auf der Straße. Das heißt, wir werden auch dieses Wochenende werden sehr viele Menschen für Rojhelat, für den Iran oder auch für Rojava, für Nordostsyrien auf die Straße gehen und die Öffentlichkeit schaffen, die sonst leider nicht geschaffen wird. Es gibt hier und da einige wenige Berichte und gerade ihr sorgt natürlich als Aktivistin und auch als Journalisten für mehr Öffentlichkeit, um darauf hinzuweisen, was dort passiert. Und ich möchte mich ganz herzlich auch im Namen unseres Teams bei euch beiden bedanken. Wir sind nun am Ende unserer heutigen Sendung. Auf der einen Seite Kosai Şero, Journalist aus Syrien und Leiter der Online-Medienplattform Target. Auf der anderen Seite politischer Aktivist Shohan Weissi, selbst aus Rojhelat. Euch allen liebe Grüße und weiterhin viel Kraft und viel Erfolg. Und bei nächster Gelegenheit, wenn wir neue Informationen haben, dann auch eine weitere Sendung, um die Menschen, die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Laufenden zu halten. Ja, euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war wieder eine sehr interessante und informative Sendung, vor allem gezielt auf die Region Rojhelat, West-Iran und auch Rojava, Nordostsyrien.
Vor allem, um darauf hinzuweisen, was dort für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Seiten des iranischen Regimes auf der einen Seite, auf der anderen Seite durch den türkischen Staat durchgeführt werden und auch, was dort gezielt angegriffen wird. Und um es hier auch nochmal klar und deutlich zu sagen, die Gefahr, dass der Islamische Staat aus diesen Angriffen erstarkt herauskommt und die Menschen dort wieder terrorisiert mit ihren Absichten eines Islamischen Staates, ist größer denn je. Und auch die Gefahr, dass der türkische Staat die Region erneut angreift, ist auch akuter denn je. Deswegen gehen die Menschen auch weiterhin auf die Straße und natürlich sind die internationalen Staaten gefragt, vor allem auch die NATO als Hauptverantwortlicher, denn die Türkei ist NATO-Mitglied, die Türkei ist EU-Beitrittskandidat und auch hier müssen die Belange, die vor allem die Belange der Staaten müssen hier beiseite gestellt werden. Hier geht es um Menschlichkeit, hier geht es um Menschenleben und deswegen werden wir auch weiterhin darauf hinweisen und uns darauf fokussieren. In diesem Sinne, bleibt weiterhin stark, bleibt weiterhin voller Menschlichkeit. Evar Baş.